Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Heute ist wieder Wundertüten-Time. Ich freue mich sehr. Ich verlinke euch einfach mal gleich eine Playlist mit allen Wundertüten-Unboxings, die ich schon so gemacht habe. Und ihr wisst ja, die Wundertüten sind ja so ein kleiner Bestandteil auf meinem Kanal und ich freue mich sehr. Diesmal geht es um eine Wundertüte, die ich in Wismar gekauft habe. Über Weihnachten waren meine Familie und ich in einem Ferienhaus und Wismar war nur anderthalb Stunden entfernt und da haben wir einen Ausflug hingemacht und da habe ich eine Parfümerie gesehen mit Wundertüten und da hat meine Familie gleich gesagt, die musst du kaufen und ich bin sehr, sehr gespannt, was in dieser Wundertüte drin ist. Die Wundertüte hat auch wieder 10 Euro gekostet, sieht vom Design ein bisschen anders aus als die Wundertüten, die ich so schon ausgepackt habe und ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ist schon mal eine Schleife dran, das finde ich sehr schön. Oh, okay, wenn man sie aufmacht, dann sieht es so aus und ich glaube, das ist ein Halstuch. Sehr interessant. Das hatte ich noch nie in einer Wundertüte. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit diesem Halstuch. Ja, es ist wirklich einfach ein Halstuch. Es ist so ein Looptuch, sehe ich gerade. Also das ist so, ich denke, ihr kennt Looptücher, die bindet man sich halt so um. Und dann hat man halt ein Halstuch. So sieht es aus. Passt perfekt eigentlich zu dem, was ich gerade anhabe. Und ich muss sagen, das ist ja so ein Khaki-Grün mit Sternchen. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Halstuchträger. Das ist eher meine Oma. Aber eine sehr schöne Sache und vor allem eine coole Überraschung, weil ich in noch keiner Wundertüte ein Halstuch, ein Schal oder so drin hatte. Also das gefällt mir gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch freuen würdet darüber, wenn in der Wundertüte sowas auch zum Anziehen drin ist. Dann haben wir wieder ein Duschschwamm. Bis jetzt hatte ich in einigen Wundertüten schon Duschschwämme auch drin, ist aber auch eine Sache, die man nun mal gebrauchen kann und das füllt natürlich auch die Wundertüte. Ja, ist einfach ein ganz normaler grüner Duschschwamm. Dann haben wir hier einen Pinsel, die Nummer 2 von Lacome, ein Mini Foundation Brush. Das ist auch sehr cool. Also theoretisch bräuchte ich jetzt keine Foundation Brush, aber eigentlich auch praktisch so ein Mini-Ding für die Tasche. Auch nochmal mit so einer Hülle drauf. Also das ist eigentlich auch sehr, sehr praktisch. Dann haben wir hier noch eine Sache von Miro. Von Miro, da habe ich auch schon öfter in einer Abo-Box oder mehreren Abo-Boxen Parfüms drin gehabt. Und das ist jetzt hier eine Shower Milk. Sieht sehr schön aus. Okay, die muss ich mal aufdrehen. Ja, also ich könnte euch gar nicht beschreiben, nach was diese Shower Milk riecht. Aber auf jeden Fall sehr angenehm. Kann ich mir gut vorstellen zu benutzen. Dann riecht das Bad schön erfrischend. Also das ist eine schöne Shower Milk und hat 150 Milliliter. Dann haben wir hier, oh, das sieht aber schön aus, von AC, von dieser Marke hatte ich auch schon was in der Wundertüte drin. Tropica Jungle Living, okay, eine Hand and Nail Cream mit 60 Milliliter, Pineapple und Mango, also Ananas und Mango. Das hört sich auch sehr, sehr interessant an. Was es alles so für crazy Duftrichtungen und so gibt. Also und mit Handcreme kann man bei mir sowieso nichts falsch machen. Ist auch mit Shea Butter. Also das wird eine richtig coole Handcreme sein. Und was ich halt auch sehr schön finde, ist, dass sie so schön designt ist. 60 Milliliter ist immer noch eine gute Größe, um sie im Handgepäck zu haben oder in der Handtasche einfach zu haben. Eine perfekte Größe. Und das war es auch schon wieder mit dieser Wundertüte. Ich zeige euch nochmal, was alles in der Wundertüte drin war. Wir hatten hier einmal diesen Schal, den Loopschal. Dann einmal diesen Duschschwamm hatten wir. Wir hatten diesen Mini Foundation Brush für die Tasche. Shower Milk von Miro und von AC, diese Tropical Hand and Nail Cream. Das war auch wieder für mich eine perfekte Wundertüte. Ich habe wieder ganz viele neue Sachen kennenlernen dürfen. Was mir hier auffällt, ist, dass in dieser Wundertüte keine Parfümproben oder keine Cremeproben drin sind. Es sind wirklich, sagen wir mal, nur Originalprodukte drin. Ich habe jetzt eine Handcreme, die ich noch nicht kannte, eine Shower Milk, die ich noch nicht kannte. Dieser Foundation Brush ist sehr, sehr cool. Und eine Sache, die ich auch sehr cool finde an Wundertüten ist, nicht nur, dass man für 10 Euro eine tolle Tüte kriegt mit tollen Überraschungen drin, sondern wenn ihr mal irgendwo zu Besuch geht oder eingeladen seid und ihr sagt, ich möchte aber irgendwie keine Blumen mitbringen oder keine Flasche Wein, ich möchte was Besonderes mitbringen, dann kauft doch so eine Wundertüte und gebt die da ab. Und ich sage euch,
die Person, der ihr das schenkt, die wird sich sehr, sehr freuen, weil wer freut sich nicht über eine Wundertüte, über Geschenke? Ich könnte ständig nur Wundertüten auspacken. So, das war's jetzt aber von mir. Ein relativ kurzes, knappes Video wieder, aber sind ja auch nicht viele Produkte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, um nichts mehr zu verpassen. Ich sehe auch immer wieder, dass viele, die meine Videos gucken, mich noch gar nicht abonniert haben. Also wenn du einer bist, der mich noch nicht abonniert hat, dann lass mir ein Abo da und aktiviere die Glocke. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!